Wie haben Sie sich denn so im Laufe der Schulzeit beruflich orientiert? Oh, in der Schulzeit war, ich frage mich das heute auch immer, wenn ich meinen Sohn, der ist jetzt 12, so betrachte. Ganz ehrlich, da gab es gar keine große Orientierung. Da gab es irgendwie so die großen Studiengänge, ja, Maschinenbau, Jura, Sprachen, Medizin, das war immer so BWL. Und das waren so die Eckpfeiler, von denen wir wussten. Und all das, was sag ich mal, so diese Feinheiten und aufregende Studiengänge, keine Ahnung. Und ich bin auch der erste Schritt ganz kurz nach München war auch Maschinenbau, weil es war so, da habe ich einen Studienplatz bekommen, ja. Wie vieles so, wenn man so zurückblickt, oft auch einen Sinn ergibt, war das für mich einen Sinn ergeben, weil da habe ich dann über zwei Ecken meine nun immer noch besten Freunde aus Berlin kennengelernt. Ja. Die waren dann irgendwann mal in München, wir haben uns da kennengelernt. Und dann bin ich kurze Zeit später nach Hamburg gezogen, um dort weiter zu studieren und war eigentlich jede freie Minute in Berlin. Das war kurz am Mauerfall. Ja. Aufregung pur. Ja. Wie muss man sich dieses neue Berlin vorstellen? Also es war ja, was ja klar war, es war ziemlich, stand ziemlich viel leer, sowohl Wohnungen, Sie hätten ja eigentlich auch selbst hinziehen können, aber Sie sind in Hamburg geblieben, aber als auch diese ganzen ja, leeren, verlassenen Fabrikhallen, alles Mögliche so, ne? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Na, man muss sich, glaube ich, so vorstellen, ich erzähle das immer heute, wenn viele internationale Freunde, die natürlich jetzt auch nach und nach Berlin so für sich entdeckt haben, die dann auch immer fragen, weil jetzt hat sich natürlich viel verändert. Deswegen ist dieser Bilderband von den Gestalten Wonderland ganz, ganz interessant, weil er das also visuell nochmal festhält, was da war. Es ist mitten in der Stadt, war auf einmal so ein Freiraum. Ja, es gab unglaublich viel, was Sie gerade gesagt haben, Wohnungen, die teilweise haben die 150 D-Mark oder so gekostet, mit noch Etagentoilette und den Holzofen und, nee, es war ja immer Kohle. Das war natürlich das eine, also das war natürlich attraktiv, weil man Wohnraum hatte in der Stadt, den man sich leisten konnte. Und das andere waren halt diese unglaublichen Bauwerke, leerstehende Wachtürme, ja, alte Fabrikhallen. Und dann war da wirklich, muss ich sagen, jedes Wochenende, wenn wir kamen, war ein neuer Club da, der war dann nächste Woche wieder nicht da. Oder es gab sowas wie, ja, das gab dann irgendwann natürlich das E-Werk und das WMF, das Tacheles mit der Performance. Wir überlegen, Eimer, Kaffeeratzefummel, waren wir total oft. Ja, Urwald. Also da waren Cookie ist heute immer noch ein Freund, der hat mit der Dienstagbar angefangen. Ja, irgendwann wurde daraus das Cookie, immer Dienstag und Donnerstag. Das war faszinierend. Und es war, ich würde nicht sagen rechtsfreier Raum, aber es war so ein kunstinspirierender Raum, ja, weil unglaublich viele Flächen da waren. Und das hat Leute angezogen und glaube ich, auch inspiriert. Ich würde mal sagen, dass die Berliner Clubkultur vor allem, die ja heute legendär ist, dass die ihre Wurzeln definitiv in der Zeit haben, weil die ganze Philosophie, die zum Beispiel das Berghain hat, ja, oder auch das Bar 25, die jetzt Kater Holz, den Kater Blau gemacht haben, Watergate, das direkten Bezug auf die Anfang der 90er Jahre. Ja. Und ich glaube, das macht Berlin total immer noch aus. Ja.